Leute, was ist denn im Moment auf dem Gebrauchtwagenmarkt los? Händler kommen nicht an Autos ran, es kommen keine jungen Gebrauchten nach und die Preise für Gebrauchte steigen schneller in Richtung Himmel als eine Rakete von Elon Musk. Bedeutet das, dass wir bald alle so Angstfalten bekommen, weil wir nicht mehr an Gebrauchte rankommen? Nee, so schlimm ist es noch nicht, aber wie es im Moment auf dem Gebrauchtwagenmarkt aussieht und wie es für uns Autofans weitergeht, seht ihr jetzt im Video. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Quatschdoch-Video hier auf Fahrdoch. Und ich pack gleich mal die Butter bei den Fischen mit einem Beispiel. Und zwar, ihr wisst ja vielleicht, ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Audi TT 8N 1.8er Turbo. Und wenn du 2019 nach einem Auto gesucht hast, da warst du so mit 150 bis 200.000 Kilometer bei circa 2.000 bis 2.500 Euro. Je nachdem, wie der halt benutzt wurde, ne? Aber im Moment ist es so, dass du Autos mit 250.000 Kilometer aufwärts nicht unter 3.000 Euro bekommst. Und wer sich jetzt wundert, wo der 8N hingegangen ist, den ich mir angeguckt habe, der wurde mir vor der Nase weggekauft. Schuld ist ganz klar unsere böse Pandemie. Oder wie Thorsten Legert ganz elegant auf RTL gesagt hat, Corona-19. Aber mal Spaß beiseite, wenn man sich die nackten Zahlen genauer anguckt, ist es echt abgefahren. Jetzt in den letzten 2 Jahren hat sich die Anzahl der Gebrauchtwagenfahrzeuge im Netz, sprich auf mobile.de, Autoscout etc., fast um die Hälfte verringert. Wir hatten 2019 knappe 2 Millionen Autos am Start. Jetzt sind wir gerade über 1 Million Fahrzeuge. Das ist die Hälfte, ne? Und auf der anderen Seite hat es 2021 auch noch einen durchschnittlichen Anstieg von 10% bei den Preisen gegeben. Auch hier als Beispiel, wenn du dein Opel Corsa Anfang 2021 verkauft hättest, so für knapp 10.000 Euro, hättest du heute, sprich Anfang 2022, locker flockig einen Tausender mehr verlangen können. Für den guten alten Corsa. Eines der Hauptgründe, warum es im Moment nicht läuft, ist ganz klar, dass die Autohersteller mit der Auslieferung von Neufahrzeugen einfach nicht hinterherkommen. Zum einen liegt es daran, durch die verschiedenen Lockdowns, Teilzeitarbeit wurden die Autos vor Ort einfach nicht fertig. Klar. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass es Engpässe bei den Zulieferern gibt. Auch da ein aktuelles Beispiel, die Mikrochips aus dem Fernen Osten sind einfach nicht da. Und das resultiert dann darin, dass zum Beispiel wie bei Mercedes im Moment verschiedene Ausstattungsvarianten erst gar nicht angeboten werden. So, check, check. Wenn du zum Beispiel in deiner E-Klasse irgendein Sicherheitssystem haben willst, kannst du knicken. Und dann kommt es ganz hart, vor allem für die G-Klasse-Fahrer, die sich jetzt eine G-Klasse bestellen wollen. Denn es gibt's ja einfach nicht. Du kannst sie im Moment nicht bestellen. Es gibt einen Bestellstopp bis 2024. Und es ist egal, wie viel Kohle du auf den Tisch legst oder Puff Daddy oder P. Diddy und wie auch immer du heißt. Basta, es gibt im Moment keine G-Klasse. Vergiss es. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Autohändler im Moment strugglen, um an Autos ranzukommen, weil es keine jungen Gebrauchten gibt, weil in den letzten 2 Jahren einfach keine Autos ausgeliefert wurden. Klar, es gibt schon irgendwo Autos, aber so diese Normalität wie vor 2 Jahren, ist nicht so. Ein weiterer Grund, warum Händler nicht an Fahrzeuge rankommen, sind wir. Denn wir haben in den letzten 2 Jahren unser Konsumverhalten deutlich verändert. Auf der einen Seite hast du diejenigen, die sagen, puh, Corona, aktuelle Situation, da behalte ich lieber mein Geld, da behalte ich auch lieber mein Fahrzeug, was ich schon länger habe, weil man weiß ja nicht, wie es weitergeht, was sollen wir tun. Deshalb kauft man keine neuen Fahrzeuge im Moment. Auch da wieder, wenn man weiß, dass man 4 Jahre auf seine G-Klasse warten muss, ist natürlich eine andere Sache. Dazu kommt auch noch der Punkt, der ganz spannend ist, durch die verschiedensten Corona-Maßnahmen, sprich Lockdown, Abstandsregelung etc., haben wir öffentliche Verkehrsmittel fast nicht benutzt oder dürfen sie auch nicht benutzen. Sprich, viel mehr Leute fahren alleine Auto und das auch da. Wir behalten unser Auto, weil wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite hast du dann diejenigen, die sagen, boah, ich kann nicht in Urlaub fahren, ich kann vielleicht keinen Sport treiben oder wenig Sport treiben. Wo soll ich mit meinem Geld hingehen? Weil auf der Bank liegen lassen will ich nicht. Durch die Inflation im Moment ist es bald alles nichts mehr wert. Dann gebe ich lieber mein Geld für Autos aus. Und das ist echt im Moment total krass, weil die Leute sind echt bereit, unfassbare Preise zu zahlen für Autos. Das ist unglaublich, das müsst ihr euch mal angucken. Und hier spricht auch der alte BWLer an mir. Angebot und Nachfrage. Angebot sinkt, die Nachfrage steigt, sprich die Preise gehen nach oben. Ja, wir Autofans, wir müssen jetzt echt zusammenhalten, denn es sind echt harte Zeiten.
Ich nenne euch mal ein Beispiel aus meiner Welt. Ich habe in den letzten, sagen wir mal, 8 Monaten nach einem Porsche 996 geguckt. Egal was. Gut, 4S und Turbo und was auch immer, GT2, GT3 ist weit weg. Aber für einen ganz normalen Carrera hättest du vor der Pandemie, sagen wir mal, 25.000 Euro ausgegeben, dann hättest du einen coolen bekommen, so mit 150.000 Kilometer, alles gut. Im Moment ist das so krass, wenn du einen haben willst, sprich, sagen wir Handschalter, Coupé, dann auch noch mit einer ordentlichen Farbe, nicht irgendwas Bescheuertes mit Rot innen drin, bist du mit 150.000 Kilometer 32.000 Euro los, aufwärts. Brutal, und die Preise steigen. Und was ich so ein bisschen erschreckend finde, die Leute sind bereit, das zu zahlen. Ich finde, es ist ein bisschen so wie eine gierige Horde Löwen, die nach Autos sucht. Innerhalb von 2 Stunden sind die Autos weg im Netz. Egal auf Automobile, eBay Kleinanzeigen etc. Und die Leute kaufen das, egal wie der Wagen aussieht. Das ist fast so wie ein Radiogewinnspiel. Wer als erster anruft, gewinnt es auch. Und die Leute zahlen Preise für zum Teil Schrott. Unglaublich. Und ein weiterer Aspekt, der uns heimlich seitlich von der Seite umgrätscht, wie einst Jens Jeremies beim FC Bayern. Und zwar ist es die kommende Elektrifizierung der Fahrzeuge. Ja, ich weiß, eingefleischte Autofans, die schreien jetzt auf. Ich persönlich, ich muss zugeben, ich bin nicht dagegen. Für den Alltag sind solche Fahrzeuge wunderbar. Aber klar, wenn man Spaß haben will, wenn man Emotionen will, kriegt man das einfach bei Elektrofahrzeugen nicht. Und da ist auch ein guter Punkt. Autos aus der Vergangenheit mit viel Hubraum, mit viel Zylinder, steigen im Moment im Wert brutalst. Siehst du vor allem daran, der C63 AMG mit dem 6,2 Liter Saugermotor, vor allem das Coupé, das hatte vor knapp 5 Jahren so wirklich das Tal, ne, vom Preis her gesehen. Und jetzt geht das Ding sky high. Vor allem aus dem Grund, weil man weiß, der neue C63 kommt mit einem puffeligen Vierzylinder. Ja, ganz klar. Und ein weiterer heißer Tipp, wie ich finde, ist der Ford Mustang. Denn der wurde auf dem Gebrauchtwagenmarkt in den letzten Jahren so ein bisschen belächelt. Ne? Ja, Pony-Car brauche ich jetzt nicht viel Plastik. Bah. Aber im Moment steigen auch da die Preise brutalst an. Ich habe mit vielen Autohändlern gesagt, ey, das ist eine echte Cash-Cow. Denn klar, man weiß ja nicht, wie es in 10 Jahren aussieht. Und dann schön V8-Sauger mit Handschaltung will es wohl oder übel nicht mehr geben. Die große Frage am Ende lautet natürlich, wo geht denn die Reise hin? In nomine patri, ich möchte wieder Gebrauchtwagen für wenig Geld kaufen. Ich habe dieses blöde Gefühl, dass wir diesen Trend noch weiterhin haben werden. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber ich gehe mal davon aus, dass die Preise wirklich in den nächsten 3 Jahren noch steigen werden. Ähnlich wie wir es jetzt haben. Vielleicht nicht mehr so brutal, aber es wird hart für uns Autofans, das sage ich euch. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm am Ende des Jahres 2022, wenn tatsächlich diese ganzen Lockerungen jetzt dann im Frühjahr kommen, dass wir wieder ein normales Leben nachgehen können. Sprich, wir können wieder unternehmen, wir können wieder in Urlaub fahren. Die Hersteller kommen auch mit der Auslieferung der Fahrzeuge hinterher. Ich glaube, dass wir zum Ende des Jahres wieder so ein bisschen Entspanntheit reinbekommen. Sprich, wenn du einen Gebrauchtwagen für deinen Winter haben willst, dann glaube ich, bist du wieder ganz gut dabei. Trotzdem, es ist eine spannende Zeit, Freunde. Und wenn du jetzt einen Gebrauchtwagen haben willst, ist doch eher schwierig. Aber ich würde mal sagen, schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Wie findet ihr die aktuelle Situation? Sagt ihr auch, scheiße, ich würde gerne was kaufen, aber es ist einfach zu teuer? Oder sagt ihr, ey Gerrit, ganz ehrlich, so schlimm ist das alles nicht. Aber ich bin gespannt, ich habe voll Bock darauf, mit euch zu debattieren. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das war so ein kleines Infovideo über den Gebrauchtwagenmarkt, wie er denn aktuell so ist. Und dann sehen wir uns bald wieder für ein neues Video. Tschüssikowski. Und natürlich liken und abonnieren vergessen.